Hat sie etwas erschreckt? Haben die irgendwas mit meinem Kopf gemacht? Sie sehen nicht gut aus. Sie sollten besser auf sich aufpassen. Aha, sagst du, ja. Und mit diesen netten Worten, meine lieben Freunde, heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Evil Within. Was kann ich hier machen? Hier war etwas. Ah. Kirchenboden bricht ein. Keine Verletzten. Augenzeuge spricht von Wunder. Größter Kirchenskandal aller Zeiten. Der Fußboden in der Kirche von Cedar Hill brach während der Renovierungsarbeiten ein. Laut einem Gemeindemitglied grenzt es an ein Wunder, dass niemand verletzt wurde. Okay. Was haben wir noch? Einige Pictures, ja? Fotos. Eine Kirche. Lol. Was war das? Ich habe hier keine Waffen oder so, ne? Alter, hier siehst du ja absolut nichts. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu weit weg vom... Ich setze mich mal auf mein Stühlchen erstmal. Egal, was hier passiert, wir müssen uns erstmal aufpowern. Wir haben ja genug jetzt. Spritzenwirkung. Oh, wir können 20, ja, okay, was vibriert denn hier gerade auf meinem Schoß? Ist das das Kabel oder was ist das? Oh ja, hier können wir die Bolzen alle noch verstärken. Aber eigentlich würde ich gerne meine Lebensanzeige erhöhen. Und Dondyn... Schadensmultiplikator vom Schrotgewehr erhöhen. Und dann machen wir noch die Nachladegeschwindigkeit. Und bam! Haben wir volles Leben. Verbessern möchte ich jetzt nicht. Alter, ist das hier dunkel. Wieso gibt's da einen Weg? Da oben war noch eine Tür. Komme ich nicht durch. Die sind weiterhin zu. Oh.
Ich komme hier in die Dinger nicht rein, ne? Nee. Okay. Alter! Was war das? Das sah aus wie dieser Quadratkopf aus den Trailern. Alter, mit dem möchte ich mich nicht anlegen. Kommt der jetzt in dem Kapitel? Dann sind wir gefickt. Das ist Leslie. Sebastian? Ja? Sebastian? Sebastian? Okay. Wo sind wir jetzt hier? Ich hätte gerne noch mal gespeichert. Aber wie es aussieht, sind wir nicht mehr im Krankenhaus. Also in der Spiegelwelt. Irgendetwas hat uns da rausgeholt. Finde ich uncool. Kapitel 6. Genau wie auf den Fotos. Wir verlieren uns. Okay. Gucken wir uns mal gleich hier um. Bevor wir wieder was übersehen. Hätte ich bloß erst gespeichert und mir nicht die Fotos angeguckt. Aber wahrscheinlich wäre dann trotzdem was passiert. Oder wir wären nicht weitergekommen. Vielleicht hätten wir auch nicht speichern können, wer weiß. Das hatten wir schon öfters, dass wir nicht speichern können, solange wir etwas Bestimmtes nicht erledigt haben. Aber da kommen wir nicht lang. Aber man muss sagen, das sieht schon nice aus, ne? Also. Nicht schlecht gemacht. Oh ja, Glibber. 100. Jetzt brennt der Freak nicht mal. Blöder Penne. Oh, da war anscheinend eine Statue. Die habe ich gar nicht gesehen. Ich sollte mich ein bisschen besser umsehen. Aber es werden keine zwei Statuen nebeneinander sein. Keine zwei Statuen nebeneinander sein? Statuen. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn das unsere Teamkollegen sind, ja? Wie kommen die bitte hierher? Die liebe Kidman und der Joseph. Alles okay bei dir? In meinem Kopf war dieses Brummen. Es fühlte sich an, als würde er aufplatzen. Aber irgendwie scheine ich mich daran zu gewöhnen. Hast du Kidman gesehen?
Nein. Ich bin einfach hier aufgewacht. Es war eine Art Blackout. Oder wieder so ein Einfall. Da rein. Auf geht's. Wieder eine? Auf mit dem Scheißding! Ich bin dran. Das braucht ein bisschen Zeit. Das braucht ein bisschen Zeit! So. Können Sie nicht mehr lange aufhalten? Noch einen Moment. Halt Sie von mir fern. Wird gemacht, Sir. Wird gemacht. Ja, gar kein Problem. Keine Ahnung, wie viele da sind, aber scheiß drauf. Gut. Und dann auf die harte Tour. Alter, wer stört denn hier? Alter, wir schießen da andauernd. Die haben mich da eben ganz schön gestört mit ihren Schüssen. Ich wollte den Fetten verbrennen. Oh. Alter! Ich übernehme die Falle. Halt du sie auf. So viele von denen. Wenn du Zeit zum Beschweren hast. Pisst euch, Leute. Pisst euch. Ganz ehrlich. Ach doch nicht V. C. Oh, ich muss nachladen. Ja, sammeln erstmal ein bisschen, klar. Warum auch nicht? Ist ja nur dein Ding, womit du gerade spielst. So, mein Freund, würdest du dich beeilen? Mir geht die Munition aus. Mir geht die Munition drastisch aus. Munition alle. Alter! Sebastian, los jetzt! Ja. Lass
Lass uns kurz ausruhen. In dem Tempo halten wir das nicht durch. Ich denke, wir sollten so schnell wie möglich von hier verschwinden. Klar. Was ist mit dem Turm da? Von dort hätten wir eine gute Sicht. Alles ist besser, als hier zu bleiben. Ich würde aber gerne erst den Koffer da nehmen. Und das Spritzchen. Oh, Scharfschützengewehr. Dieses seltsam aussehende Gewehr ist ein Kammerverschluss und ein Zierfernrohr. Es ist alt und abgenutzt, aber gut gepflegt. Das reicht mir. Ja, gut gepflegt hört sich immer gut an. Scharfschützen. Ja, das gefällt mir. Da haben wir einen Spiegel. Vorsichtig. Das könnte voll mit denen sein. Jetzt haben die meine Spiegelwelt kaputt gemacht, oder was? Du Wichse. Lol, der ist nicht tot. Ich habe eine Axt. Der hat nichts für mich. Der hat ein bisschen Muni. Geil, Alter. Jetzt ist mein... Vorsichtig. Das könnte voll mit denen sein. Ja. Ey, du mieser Wichse. Was ist das? Oh. Alter, was bewegst du dich? Kleine Mistkröte. Franke. Piss dich. Aua. Warte. Friss das. Okay, die sind auf jeden Fall nach einem Schuss tot von dem Ding. Aber mir geht's gerade so ein bisschen scheiße. Oh, Nase juckt schon wieder. Ganz schlecht. Ah, du brauchst noch nicht geheilt werden. Bist du okay? Hat das jetzt was gebracht? Geh in Deckung, sie schießen von oben. Oh! Guck mal da! Wir müssen sie alle ausschalten, bevor wir rein können. Das war knapp, Jess. Bist du okay? So, da oben soll ich welche wegschießen. Wieso kann der mich eigentlich nicht heilen? Hier, komm, gib ihn. Burn, baby, burn, Alter!
So geht's natürlich auch. Jetzt können wir durch, ohne aufgespießt zu werden. Wir haben keine Chance, ohne die übrigen Geschütze auszuschalten. Wo sind die hin? Da ist wirklich so ein Typ in der Mönchskutte. Wie bei Resident Evil. Da will ich hoch, Meister. Da haben wir was Grünes. So, nicht mit mir, mein Freund, hätte ich schon mal gesagt. Oh, das ist heiß. Alter, das gibt's doch nicht. Ich habe jetzt schon keine Muni mehr. Der Glibbermann lässt nicht mal was fallen. Alter, ich habe kaum was geschafft und die Folge ist gleich um. Alter! Sehe ich okay aus, Junge? Wo kommen die denn alle her? Okay, jetzt reicht's. Mehr, du Wichser! Hast du Verbandszeug? Ich geb dir mit der Armbrust, ja? Alter, wie viele da noch kommen? Wie blöd kann man denn sein? Bist du okay? Nee, bin ich nicht, weil du Wichser mir im Weg standest. Alter, ist er jetzt... Ja, genau! Gib mir beim Aufstehen, Alter! Bist du okay? Ja, genau!
Alter, ich glaub das nicht. Da killt der Wichser mich. Jetzt dürfen wir das nochmal machen. Wie kann man auch so blöd sein und sich vor mir stellen? Ja, schön, wir müssen sie ausschalten. Hol den Scharfschützengewehr und knall sie ab. Fick dich. Na los, komm schon. Jetzt können wir durch, ohne aufgespießt zu werden. Wir haben keine Chance, ohne die übrigen Geschütze auszuschalten. Oh, du sollst runterklettern, Alter. Jetzt habe ich das Ding auch wieder nicht da eingesammelt, ne? Den Arsch geschoben. Ist klar, der lebt noch. Na, jetzt darfst du noch mal runter, Alter. Hier liegt Munition. Der Typ geht mir gerade sowas von auf den Sack. So. Oh, wow, wow, wow. Ja, genau, geh gleich. Alter, geh doch gleich auf mich. Du mieser Hurensohn, hier brenne. Brenne. So, habe ich jetzt... Dafür habe ich keine Munition mehr. Das heißt, ich komme da auch nicht hoch. Alter, ich glaube es nicht. Da fällt er da runter. Er kommt runter. So. Jetzt ist das Ding auch nicht mehr nachgeladen. Ja? Ich krieg gleich eine Entschärft. Das schaffe ich doch nicht nochmal. Ich glaube das echt nicht, Alter. Naja, meine Freunde, die Folge ist hier auf jeden Fall jetzt zu Ende. Ja, also ich, bevor wir jetzt überziehen, haben wir sowieso schon, mache ich jetzt hier noch einen kleinen Cut. Ich versuche das jetzt noch, also eine Folge nehme ich auf jeden Fall noch auf. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dann, haut rein.